Es geht um den Vers, dass Jesus, ich muss mal erstmal die paar Sachen abklären, wenn Vater spricht, Jesus spricht und der Heilige Geist spricht, spricht immer ein Gott, richtig? Richtig. Das heißt, wenn Jesus spricht, spricht er auch immer als Gott, richtig? Jesus spricht als Jesus, aber da Jesus Gott ist, natürlich spricht er dann auch als Gott. Genau, nicht? Dann spricht er automatisch als Gott, okay. Ja. Dass Jesus sagt, dass er zu seinem Gott rauffahrt. Wie geht das, wenn er selber Gott ist? Zu mir spricht, als Gott spricht er zu mir. Aber wir hatten gesagt, dass er da nicht als Gott gesprochen hat. Aber wir hatten gesagt, dass er da nicht als Gott gesprochen hat. Jesus spricht ja auf der Erde als eine menschliche Gestalt zu dir. Du hast dir gerade selber den Knockout gegeben. Hat sich irgendeiner von euch, auch du Joker, hat sich einer von euch schon mal auf die Knie gegeben und seine Augen geschlossen und Gott selber, Jesus selber gefragt, was er damit sagen will oder ob er denn als Gott spricht oder ob er Gott ist? Hier steht nirgendwo, warte mal bitte, hier steht nirgendwo, dass erst Jesus spricht, dann Jesus als Gott und dann Jesus als Mensch. Das steht nirgendwo. Wir verstehen die Bibel schon sehr gut. Es sind die Christen, die irgendwo irgendwas reininterpretieren, was da nicht steht. Wenn du es uns beweisen kannst, liefer einen Vers, hat er dir gesagt. Wenn du uns jetzt beweisen kannst, dass wir uns irren, dann sagen wir, okay, du hast recht gehabt, dann ist das Thema zu. Okay, wir machen das anders. Ich beweise euch laut der Bibel, dieser Vers, der ist noch nie aufgetaucht. Ich beweise euch laut der Bibel, dass Jesus Gott ist. Was, Bruder? Und ich gebe ja auch keine Vermutungen, weißt du? Aber gehen wir dann einmal auf die Bibel. Ja, ich öffne hier einmal meine Bibel mit euch. Habt ihr die Bibel da? Ja, sicher haben wir die Bibel da. Okay, aber bitte, Kilia, auf die Frage antworten. Geht mal mit mir einmal bitte auf das Buch Daniel, Kapitel 7. Also die jetzt ganze Zeit zugehört und so weiter, das ist ja dein Gotteskonzept, aber die Frage, musst du ehrlich zugeben, hast du nicht beantwortet. Wenn du etwas nicht verstehst, mein Bruder, von der Bibel und es wissen willst, dann solltest du nicht Christen fragen, sondern dann solltest du Gott fragen, weil es ist ja etwas, was dich dann beschäftigt und diese Antworten, die kann dir kein Mensch geben.